Wie kann man den Ruhestand so zeitig wie möglich antreten? Zeit ist das wertvollste Gut, was wir haben, die wertvollste Ressource, die wir alle haben. Deshalb denken viele darüber nach, wie sie so zeitig wie möglich ihren Ruhestand genießen können. In ganz bestimmten Konstellationen kann man den Ruhestand noch deutlich vor der Altersrente antreten. In ganz speziellen Fällen sogar um bis zu 7 Jahre früher. Wie das funktionieren kann, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Jutta Martin. Ich bin selbst Rentnerin und ich berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Bevor ich zum Inhalt des heutigen Videos komme, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr euch hier unter diesem Video einen kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner sichern könnt. Vielen Arbeitnehmern in Deutschland ist die eigene Lebenszeit wichtiger als Vollzeit zu arbeiten. Ist man dann vielleicht schon Mitte, Ende 50 und hat schon ein langes Arbeitsleben hinter sich, wartet man in der Regel sehnlichst auf den Ruhestand. Bei körperlicher Arbeit kann man oft auch nicht mehr mit den Kräften so mithalten. Der Körper, ja, ist ganz einfach gesagt verbraucht und benötigt Ruhe. Die Rente mit 63 oder eher wünschen sich natürlich viele. Mit 63 kann man in Rente gehen, wenn man auf mindestens 35 Beitragsjahre kommt. Abschläge muss man dann natürlich in Kauf nehmen. Aber darüber habe ich bereits ein Video veröffentlicht. Welche Möglichkeiten gibt es aber noch? Eine Möglichkeit ist die Altersteilzeit. Über eine Reduzierung der Arbeitszeit oder eine vorzeitige Beendigung der aktiven Tätigkeit kann man den Übergang in den Ruhestand vorbereiten. Dazu wurde das Altersteilzeitgesetz geschaffen. Es trat bereits am 01.01.1989 in Kraft und hieß ursprünglich Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand und wurde mehrmals geändert. Altersteilzeit kann unter bestimmten Voraussetzungen für höchstens 6 Jahre bis zum Bezug von Altersrente vereinbart werden. Altersteilzeit kann man frühestens mit 55 Jahren in Anspruch nehmen. In vielen Branchen ist sie erst ab 57 oder später möglich. Die Altersteilzeit ist möglich für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ab dem 55. Lebensjahr, die in den letzten 5 Jahren vor Beginn der Altersteilzeit wenigstens 1.080 Kalendertage sozialversicherungspflichtig in Voll- oder Teilzeit beschäftigt waren. Also knapp 3 Jahre sind das, diese 1.080 Tage. Die Dauer der Altersteilzeit kann von Arbeitgeber und Arbeitnehmer grundsätzlich frei vereinbart werden. In der Praxis hat sich jedoch eine Dauer von mindestens 3 und höchstens 6 Jahren bewährt. Die Altersteilzeit im Blockmodell dauert 3 Jahre. 1,5 Jahre geht man arbeiten und die anderen 1,5 Jahre hat man dann frei. Sind es 6 Jahre Altersteilzeit, dann geht man davon 3 Jahre arbeiten und hat die anderen 3 Jahre quasi eine Freistellungsphase. Es gibt ein Gleichverteilungsmodell und ein Blockmodell. Beim Gleichverteilungsmodell wird die Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit auf die Hälfte reduziert. Beim Blockmodell wird die Altersteilzeit in 2 gleich lange Phasen unterteilt, die Arbeitsphase und die Freistellungsphase oder auch Ruhephase genannt. Man spricht auch von aktiver oder passiver Altersteilzeit. In der Arbeitsphase wird in Vollzeit gearbeitet. Der Beschäftigte erhält jedoch bereits das ja reduzierte Gehalt. In der Freistellungsphase ist der Beschäftigte freigestellt, bezieht jedoch weiterhin sein angepasstes, reduziertes Gehalt. Altersteilzeit kann auch abgelehnt werden. Höchstens 2,5% der Beschäftigten des Arbeitgebers dürfen Altersteilzeit für sich in Anspruch nehmen. Ist diese Quote erreicht, darf der Arbeitgeber ausnahmsweise die Vereinbarung
eines Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisses ablehnen, wenn dienstliche oder betriebliche Gründe entgegenstehen. Bei der Altersteilzeit wird nicht nur die Arbeitszeit halbiert, sondern auch die Gehaltszahlung. Das ist mit reduzierten oder angepassten Gehalt gemeint. Es ist allerdings so, dass der Arbeitgeber das hälftige Gehalt um Minimum 20% des Regelarbeitsentgelts erhöhen muss. Also im Klartext bedeutet dies, dass der Arbeitgeber im Rahmen der Altersteilzeit noch etwas draufzahlt. Das Gesetz sieht eine Mindestaufstockung um 20% des Entgelts in der Altersteilzeit vor. In den allermeisten Fällen werden in Tarifverträgen bzw. betrieblichen Vereinbarungen jedoch höhere Aufstockungsleistungen vereinbart. Dieser Aufstockungsbetrag ist eine Entgeltersatzleistung und wird auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung in Zeile 15 gesondert vermerkt. Der Aufstockungsbetrag ist steuer- und sozialversicherungsfrei, unterliegt allerdings dem Progressionsvorbehalt. Das regelt der Paragraf 32b Absatz 1 Nummer 1g Einkommensteuergesetz. Im Klartext heißt das, dass es zu Steuernachzahlungen kommt. Beschäftigte im öffentlichen Dienst können im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber ab Vollendung des 55. Lebensjahres in Altersteilzeit gehen. Mit Vollendung des 60. Lebensjahres besteht darüber hinaus ein tariflicher Anspruch auf Altersteilzeit. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Altersteilzeit im normalen Berufsleben. Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen können Altersteilzeit auf freiwilliger Basis vereinbaren. Was sind nun die Vorteile und die Nachteile? Der große Vorteil bei Altersteilzeit ist eben die gewonnene Freizeit, Freizeit für sich und die Familie. Ein weiterer Vorteil ist der, dass der Arbeitgeber mindestens 90% der Rentenbeiträge des Vollgehalts zahlt. Und es gibt eben ja bei dem einen Modell einen gleitenden Übergang in den Ruhestand. Nachteile gibt es leider auch. Ein Nachteil ist ganz klar ein geringeres Einkommen. Durch den Aufstockungsbetrag kommt es zu Steuernachzahlungen, weil es sich hier um eine Lohnersatzleistung handelt. Und diese Lohnersatzleistung unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Geringeres Einkommen als bei Vollzeit Arbeit und damit eventuell auch niedrigere Rentenansprüche ist ein weiterer Nachteil. Entscheidet sich ein Arbeitnehmer für die Altersteilzeit, kann er diese nicht mehr rückgängig machen. Der Eintritt in das Rentenalter ist gleichzeitig das Ende der Altersteilzeit. Das hat der Gesetzgeber so entschieden. Überlegt euch mit Mitte 50, ob ihr in Altersteilzeit gehen möchtet und ob ihr euch die damit verbundenen, ja, finanziellen Einbußen leisten könnt und wollt. Ja, das waren für heute meine wichtigen Informationen für euch, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Video. Alles Gute wünscht euch Jutta Martin.